Ja, meine Herren, diese intellektuellen Widerstandskämpfer, die wir nach Trini gebracht haben, sind ausgesprochene Feinde des neuen Deutschland. Diese Intellektuelle på Grini er uttalte Fiender av det nye Tyskland. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Sie wissen, was Sie über mich schreiben. Die skriver ting om meg. Bluthunde, ähnliches. Bluthund og andre ting. Behandlingen av Ronald Fangen, til eksempel. Det skader Tysklands sak i Norge. Og nu Harald Grieg. Ronald Fangen som beispiel, det skade doch dem deutschen Ansehen i Norge. Jeg deler ikke deres åsikter, men... Ich teile Ihre Ansicht nicht, aber... Sie finden nicht, dass der Führer ein großer Mann ist. Ingen av de to anser at der Führer er en stor mann. Im Unterschied zu Ihnen. I motsetning til deg, Pappa. Stor mann. Jeg bedømmer ikke storheten hos en mann efter omfanget på den rörelse han har skapat. Hva man groß ist oder nicht, hat für mich nicht mit der Größe Bewegung zu tun. Sondern? Jeg bedømmer den efter den Smak jeg får i munnen. Bei mir geht es danach, welchen Geschmack ich im Munde habe. Der war ein Sturmann, der hat unterwiesen Makten. Alle diese Idioten, Übermenschen mit Macht. Caiaphas, Pilatus, Caesar. Ein großer Mann ist, wer all diese Dummkopfen beibringen kann, was Macht ist. Diesen Übermenschen mit Macht, dem Caiaphas, Pilatus, dem Kaiser. Ja, ingen Demokrat, Herr Reichskommissar. Ich bin kein Demokrat. Man kan göra packet så talrikt att de kan skapa herradömen. Ge dem slaktarknivar så att de kan sprätta upp och döda och segra. Eller piska fram dem till en valseger. Men att vinna en seger i andliga frågor. Eller att föra världen framåt. Ett tuppfjätt, det kan inte packet. Övermänniskorna kan leda packet. De stora andarna, de sitter inte till häst. Varför översätter du inte det jag säger? Ich brauche keine Übersetzung, Herr Hamsun. Herr Reichskommissar. Haben wir höher ingen Übersetzelse? Ein großer Künstler braucht nicht verdolmetscht zu werden. Ein stor Künstler behöver ikke oversettes. Er ist einfach da. Der bare er der. Sie sind ein großer Künstler, Herr Hamsun. Og de er en stor kunstner. Deshalb lieben wir Sie. Der Führer hat mich gebeten, Ihnen Grüße auszurichten. Ich will nicht bli fotografiert. Das reicht. Han inser att de utnyttjar honom. Den store mester. Servilt böjd foran den tyske skapprätten.